Hallo, willkommen zurück zu Let's Code mit Jens. In der letzten Folge haben wir am HUD gearbeitet. Das wollen wir heute abschließen. Dafür gibt es noch eine kleine Änderung. Der Exit-Button, der in der oberen rechten Ecke stehen sollte, den nehmen wir weg. Denn in Unity ist es ja gar nicht nötig, da wir ja das Spiel jederzeit im Editor laufen lassen können und dann auch wieder vom Editor aus beenden können. Aber den Kontostand unter dem Firmennamen, den hätte ich schon gern. Das machen wir jetzt als nächstes, dann ist die Story erstmal erledigt. Das ist in Unity. In der rechten oberen Ecke unter dem Firmennamen soll ein Kontostand stehen. Dazu gehen wir wieder zurück zum HUD und führen das und fügen das direkt hier unter dem Firmennamen ein. Das ist einfach ein neues Label. Oh, ich muss mich ja noch in meinen Team Foundation Server anmelden. Naja, erledigt. Gut, gehen wir weiter. Ich setze den Kontostand 20 Pixel unterhalb des Namens mal an für den Anfang und schreibe das einfach mal direkt hin, ohne irgendwelche richtige Formatierung, einfach hart kodiert. Dann schauen wir uns das erstmal an, ob das hinpasst. Ja, komm. Ja, passt hin, vielleicht ein bisschen zu weit unten. Aber ansonsten haut es ja schon mal ganz gut hin. Machen wir mal 3 Pixel weiter hoch auf 27. Und das Skript wird kompiliert. Ah ja. Okay, sieht gut aus. Ja, eventuell müssen wir es bei Gelegenheit noch ein bisschen rechtsbündig machen oder so. Aber jetzt passt es erstmal linksbündig. Okay, dann packt man das auch erstmal in ein Feld. Steuerung Alt D öffnet mir das Effekt in Introduce Field. Nehmen wir das Feld mal Balance. Ah, das hätten wir da oben rein schon gleichsetzen sollen. So, da. Das ist auch hart kodiert. Machen wir eine Konstante draus. Dann renamen wir das auch Balance. Jetzt könnte man das eigentlich noch als Zahl reinmachen und das dann formatieren lassen. Das hebe ich mir aber für nachher auf. Jetzt ist erstmal ganze Sache erledigt hier soweit. Noch kontrollieren, dass es immer noch passend steht. Aber ja, zum Speichern darf die Szene nicht laufen. Gut, alles bestens. Lassen wir das erstmal so in der nächsten Story. Müssen wir da eh wieder dran rumschrauben. Okay, check ich das Ganze mal ein. Balance of the Corporation ist schon below the Corporation Name. So, check mal ein. Yep, und gehen rüber. Alles gut. Gehen wir weiter zum nächsten. Start of the game. Hier sollen die Daten, die jetzt hardcodiert angezeigt werden, aus dem Domain Model gelesen werden. Und das Domain Model soll beim Starten der Szene gefüllt werden. Dafür machen wir als erstes mal das Domain Model. Das besteht dann aus drei Klassen, die Corporation. Und die hat einen Firmensitz in einer City und außerdem eben ein Konto, ein Account. Dafür muss ich jetzt erstmal ein neues Projekt anlegen, denn ich möchte nicht haben, dass das Domain Model mit im UI-Projekt ist. Also Add New Project. Wichtig ist, dass das .NET
Framework 3.5 ist, sonst kann Unity damit nichts anfangen. Logistischen.domainModel. So. Das DLL muss dann per Post-Build-Step nach Unity in den Asset-Ordner von Unity kopiert werden, parallel zu dem anderen Assembly, deswegen kann ich das jetzt gerade von hier aus dem UI-Projekt rüber kopieren, das war, die Zeile ist identisch. So. Ansonsten müsste es das hier in den Einstellungen gewesen sein. Kann man zumachen. Dann habe ich hier noch eine Shared Assembly. Eine Shared Assembly Info. Die passe ich auch, glaube ich, an Main Solution. Add Existing Item. Da, und zwar nicht adden, sondern als Link. Und dann da oben reinziehen. Da sind ein Haufen Infos drin, die man sonst doppelt und dreifach hätten. Das muss ja nicht sein. Dass das nur die genaue Version ist. Erstmal fürs ganze Projekt identisch. So, soweit, so gut. Yep. Damit ist das Projekt angelegt. Glas 1 brauchen wir nicht. Kann man löschen. Wir haben keine Abhängigkeit nach Unity, das ist wichtig. Dann kann ich schon mal das Domain-Model anlegen. Also im Endeffekt brauchen wir die Cooperation. Die beinhaltet dann eben, jetzt erstmal einfach Properties, den Namen, den wir schon darstellen, nur halt nicht aus der Klasse. Außerdem hat die noch einen Firmensitz. Klasse nennen wir City. Ach, jetzt komm. City. Nein, die gibt's ja noch nicht. Location. Get und Set. Die Klasse gibt es eben noch nicht. Lassen wir es immer direkt anlegen. Create Class. Und außerdem wollte man den Kontostand haben. Das machen wir auch über eine extra Klasse. Get Set für den Anfang. Und auch den anlegen. Create Class. So, die Stadt kriegt auch einen Namen erstmal. Und der Account hat eine Balance, Dezimal. Das Current Balance. So, und dann verschieben wir die Stadt in eine extra Datei und den Account auch. So, also haben wir jetzt die Stadt, die Corporation, die hat einen Namen, den stellen wir dann im HUD, denn da eine Location. Also die Location wird dann sein eine von den Städten hier. Ich nehme wahrscheinlich erstmal Stuttgart am Anfang. Und eben ein Bankaccount. Und in dem Account. Nein. Und in dem Account da habe ich eine Current Balance. So, Dezimal sagt natürlich nichts über die Währung aus. Das ist nicht so der Hit.
Und zum Rechnen ist Dezimal okay. Ich würde sagen, wir nehmen dafür eine extra Money-Klasse, die machen wir auch nicht selber. Die holen wir uns über NuGet. Da gibt es so ein Third-Party-Package. Das nennt sich nMoneys. Das hätte ich jetzt später so oder so dazu genommen. Können wir es jetzt auch gleich machen. Installieren wir das mal. Dann haben wir jetzt die Klasse Money. Und das ist dann ein Betrag mit einer Währung. So. Okay. Damit ist das Domain Model erstmal soweit fertig. Initialisieren müssen wir es noch. Das machen wir bei einer anderen Task. Das checken wir jetzt mal kurz ein. Bauen kann es ja noch. Ja, so sieht's. Starten geht auch noch. Habe ja nichts dran geändert. Schauen wir mal. Hier ist es rüber kopiert worden. Logistischen.Domain Model. Ist auch nichts drunter. Mit den Klassen kann Unity nichts anfangen. Ist alles noch Paletti. Gut. Check ich kurz ein. Dann ist es auch soweit getan. Introduced Domain Model. Okay. Lass mal das erstmal rein damit. Das kann einchecken. Gehen wir rüber. Also, das war das Domain Model. Und jetzt soll das eben gefüllt werden beim Hochfahren der Sehne. Das heißt, schauen wir uns das nochmal an. Hochgefahren wird die Sehne eben über dieses World Root Context View von Strange.IOC. Und im Beweg wird der World Context gestartet und in dem Start sollte das jetzt hochfahren. So, aber ich möchte das jetzt nicht direkt in diesen World Context reinprogrammieren, deswegen machen wir dafür nämlich eine extra Komponente. Die nenne ich jetzt mal Game Initializer. Dieser Game Initializer, der ist später dazu da, dass wenn der Spieler ganz am Anfang ein Spiel startet und dann gibt er den Firmennamen ein und eben den Firmensitz und weiß, was ich, was da noch kommt, dass der eben diese Daten nimmt und daraus dann das Domain Model initialisiert, damit das Spiel loslegen kann. Genau. Den möchte ich natürlich jetzt nicht direkt diesen World-Kontext so verheiraten, sondern in Strange macht man das anders da, und zwar schickt man ein Startsignal ab und bindet dieses Signal an ein Command. Also ich glaube, hier war es, also es gibt diese Commands und nee, ist hier nicht zu sehen. Okay, ich mache einfach mal die Schaut zu. Strange.IOC arbeitet mit Events oder mit Signalen. Signalen ist quasi wie Events, nur sind die Compile Time Safe. Ja. Also Strange.IOC arbeitet entweder mit Events oder mit Signalen. Wir arbeiten mit Signalen. Ein Signal kann an ein Kommando gebunden werden und immer dann, wenn das Signal quasi ertönt, wird das Kommando ausgeführt. Okay. Ich mache einfach mal so ein Signal. Das ist das, nennen wir es Startup-Signal. Public Class Startup Signal. Das erbt von Signal. Das hat jetzt transportiert keine Daten. Und weil es keine Daten braucht, braucht man es nicht generisch machen. Und auch sonst kann das nichts. Und dann wollen wir, wenn das Signal ertönt,
das Startup-Command ausführen. Das App dann müsste Command sein. Strange Command, genau. So, soweit so gut. Und das müssen wir jetzt noch binden. Das machen wir aber Testdriven jetzt. Also. Für Kontext-Test. Ein Test. Und zwar nennen wir den World Context Uses Signal Command Binder mit dem Teil. Werden Signale an Commands gebunden, aber standardmäßig arbeitet Strange IRC mit Events und dann gibt es eben einen Event Command Binder und den müssen wir jetzt ersetzen. Checkt an der Test.start. Haben wir eben. Starten wir hoch und jetzt kommt der eigentliche Test. Checkt an der Test. Halt, machen wir Asset. Asset. Is Instance off. Wir wollen mit dem Signal Command Binder arbeiten. Und zwar holen wir uns jetzt von dem World Context. Holen wir uns jetzt einen sogenannten Injection Binder. Und dafür brauchen wir das Binding vom iCommand Binder. Und davon das Value. Und das Value sollte der Signal Command Binder sein, aber im Moment müsste der Event Command Binder drin sein. Wollen wir es und lassen es mal laufen. Und dann müsste das dann auch gleich zu sehen sein. Hoffe ich doch. Also komm, lass. Wieso habe ich jetzt schon wieder keine Gruppen? Hey, das Problem hatten wir doch erst. Mal zurück. Ach, ich habe schon wieder Klassen da reingepackt. Das mag er wohl gar nicht. Zumindest war es das letzte Mal auch so ähnlich. Nee, das kann nicht sein. Jetzt lassen wir es mal in ein eigenes Files packen und machen Rebuild und laden. Nochmal in Unity rein. Oh, was zum Geier habe ich jetzt schon wieder verplant. Das kann doch nicht sein. Gerade hat es doch noch getan. Ja, das ging ja vorhin noch. Das müsste doch 3, 5. Das ging doch vorhin auch. Das kann doch nicht sein. 3, 5. Ja, klar. Natürlich. Ich habe doch das, wieso das gebaut? Das ändern ist hinzugefügt als Package, aber Unity kennt es jetzt eigentlich nicht. Das ist nicht so gut. Das muss aber noch rüber. Das könnte es aber gewesen sein. Oh Mann, ich suche mir hier einen Wolf. Das ist ja mal wieder typisch. Ja, machen wir jedoch noch einen Ordner rein mit Third Party.
Na komm. Create Folder. Third Party. So. Schmeißen wir das Assembly da rein. Dann müsste das ja da gehen. Was wird das da? Nee. Packages. 2. Add Money. Ja, dann arbeiten wir mit. Kopieren. Einfügen. Okay. Kopieren. Dann zurück zu Unity in den Assets Ordner Libraries Third Party. Rein damit. Laden. Wahrscheinlich. Hoffentlich geht's jetzt. Guck, da ist es. Oh Mann, ey. Das ist ja mal wieder so, auch so heldenhaft. Da hätte ich ja schon. Das Problem war, es ist nicht das erste Mal. Und trotzdem wieder vergessen. Oh Mann. Okay, aber dann können wir jetzt zurück zu dem Test. Wieso hat er das vorhin nicht angemeckert? Ich hab's noch nicht gemerkt, wahrscheinlich. Build Solution. Dann haben wir den Test jetzt also zurück. Ich möchte. Jetzt ist es wieder weg. Oh, ich brech zusammen, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Was habe ich jetzt hier? Das kann doch jetzt nicht der Test sein. Das N-Man ist nicht nehmen. Aber wieso kannst du denn das gerade? Meine Güte. Jetzt ist es wieder da. Die ist immer noch da. Bleibt die da? Okay, noch wieder ein Rebuild zu los. Und wieder zurück zu Unity. Und okay. Was ist das? Das muss man beobachten. Also lassen wir mal die Tests laufen. So, jetzt ist eben der, den wir gerade geschrieben haben, vor ewigen Zeiten, World Context User Signal Command Binder ist jetzt rot, weil eben erwartet das Signal Command Binder und es gibt ein Event Command Binder. Okay, das Ganze muss man nämlich jetzt reparieren. Das heißt, nicht reparieren, sondern jetzt mal einfach machen. Zurück in den World-Kontext. Und zwar müssen wir jetzt die Methode addCoreComponents überschreiben. Und dann müssen wir nämlich diesen
Das wird da irgendwo in den Tiefen von Strange wird da der Event Command Binder gebunden und dann müssen wir jetzt einfach das Binding auflösen. I Command Binder. Das hat's aufgelöst. Und jetzt binden wir neu für den I Command Binder. Zwar binden wir jetzt dazu das den Signal Command Binder. So. Ja, und als Singleton. To Singleton. So. So. Jetzt brauchen wir neu. Und dann müsste das Ganze grün werden, wenn wir es laufen lassen können und er nicht schon wieder diesen Fehler hat. Nein, hat er nicht. Gut, lassen wir es laufen und jetzt ist grün. Jetzt haben wir diesen Signal Command Binder und arbeiten jetzt nicht mehr mit Events. Ja, haben wir nie angefangen, aber wir arbeiten mit sogenannten diesen Signalen. So. Und jetzt muss man das Signal an dieses Startup-Command binden. Probieren wir mal, ob wir dafür einen Test hinbekommen. Also. Public void binds Startup-Command. Nee, Signal. Startup-Signal to Startup-Command. Test. Bei den Signalen und Commands ist es ein bisschen anders, da wie beim Binding von dem Mediatoren. Und zwar wird so ein konkretes Signal, also eine Instanz, an ein Array von Command-Typen gebunden. Also haben wir hier ein Signal. Object under test, das holen wir aus dem Injection Binder, da ist im Endeffekt alles drin. Und zwar vom Typ Startup Signal und davon das Value. Jetzt haben wir das Signal. Und dann hole ich mir vom Command Binder das Binding für das Signal. Genau. Das ist dann das Command Binding. Das Command Binding und davon das Value. Und das ist eben wieder ein Object Array. Das könnte man hier auch mal hardcasten. Also das sind die Commands. Und das ist ein Object Array. Und das wiederum müsste einen Startup-Command-Typen enthalten. Also prüfen wir nach, ob einer drin ist. Ist true. Commands hat any type equals t müsste type of startup command okay, dann noch eine passende Meldung startup signal shall be bound to startup command. So, okay, das müsste es eigentlich gewesen sein, soweit. Vom Test her mal laufen lassen. Genau, so. Laufen lassen. Startup Command.
Referenz. Referenz. Ich habe es auch noch gar nicht, und weil ich es noch gar nicht habe, müsste es null sein. Oder? Das müsste es sein. Das könnte das gleiche Problem sein wie bei den Mediatoren daheim, und dann war ja auch ein Null Reference gehabt, weil das erst durch das Binden erledigt wurde. Das mal laufen lassen. Habe ich jetzt gebaut oder nicht? Rebuild nochmal. Wechseln. Compiling Scripts. Okay. Wir machen es mal konkret. Also das Command Binding. Command Binder. Bind. Startup Signal. To Startup Command. So. Das müsste jetzt dann gehen, dass der Test grün wird. Genau. Okay. Jetzt ist das Signal an das Startup-Command gebunden. Allerdings, wann immer jetzt dieses Signal abgefeuert wird, würde das Startup-Command ausgeführt werden. Aber das soll eigentlich beim Anfang, am Anfang nur einmal. Und da kann man dann, das kann man hier beim Binding angeben. Das ist die Methode once. Das erweitern wir unseren Test jetzt. Bin Startup Signal, das Startup Command once. Da schnappen wir uns jetzt noch das Binding und prüfen, dass es eben konfiguriert ist, dass es nur einmalig abgefeuert wird. Dafür muss ich das Binding, das wir aus dem Command Binder geholt haben, zum Command Binding casten. Da ist die Methode is one off. Und es sagt mir, wenn das true ist, dass es nur einmalig passieren soll. Binding shall only work once. Okay. Das müsste jetzt rot sein. Mal laufen lassen den Test. So, ne? Jetzt. Gib ihm. Und rot. Binding shall only work once. Genau. Und die Lösung ist eben anzugeben, es möge doch bitte nur ein einziges Mal ablaufen. So, zurück zu Unity. Test laufen lassen und ist grün. Jawohl. So, das war der Test. Jetzt haben wir ein Startup-Command, das ausgeführt wird, wann immer das Startup-Signal ertönt. Den Not 0 können wir hier wegmachen. Das ist doch ein relativ langes. Ein relativ langer Test. Okay. Das wäre es soweit mit dem Startup-Command. Das Startup-Command müsste man jetzt noch mit Leben füllen. Mache ich dann später. Jetzt muss ich erst kurz eine Pause machen. Irgendwie habe ich vergessen, dass das Startup-Signal ja irgendwie auch noch abgefeuert werden sollte. Bis jetzt haben wir es nur, im World-Kontext haben wir es gebunden, einmalig, aber das wird nicht automatisch
abgefeuert. Also das Signal ertönt nicht. Das fehlt uns noch. Wann soll es ertönen? Wenn dem Startkontext, also wenn gestartet wird im WorldRoot, wird der Start aufgerufen. Hier im World-Kontext wird mit True angegeben, dass es Autostartup sein soll. Das heißt, wenn man hier auf Start geht, dann wird die Methode Launch ausgeführt. In dem Launch sollte das dann stattfinden, würde ich sagen. Da auch das gibt's, müsste man testen. So, dafür würde ich das jetzt ändern, dass man das nicht mehr automatisch immer bei jedem Aufruf von Start dann die Launch-Methode aufgerufen wird, sondern das muss man explizit machen, das sollte die anderen Tests jetzt nicht beeinflussen. Und damit wird die Methode Launch auch nicht mehr ausgeführt. Das überprüfen wir jetzt mal kurz. Lassen die Testsicherheit habe alle nochmal laufen. Sie sind immer noch grün, sehr gut. Und was heißt es dann? Public Void. Und zwar Launch dispatches the startup signal. Das wäre der Test. Test. So. Das heißt, Object under Test.start wird ausgeführt. Und Object under Test.launch direkt danach. Mit Start wird es gebunden. In Launch sollte es dann gefeuert werden. Das muss ich jetzt irgendwie überprüfen. Jetzt könnte ich mich an das Startup-Command irgendwas, was ist leer. Da brauche ich auch nichts einbauen. Das ist schließlich quasi Produktivcode, sondern ich binde, genau. Ich binde ein eigenes Command dran. Beziehungsweise ich lasse mir mal geben. Wo ist denn der Test hin? Jetzt mal schauen. Entweder ich lasse es mir geben. Object under Test. Punkt. Get binding startup signal. Punkt. Value. Startup Signal, Signal ist gleich, ja genau, komm, cast mir das mal. Das Signal, genau, da kann ich doch einen Listener anfügen. Dem kann, auf das kann ich durchhorchen. Listener. Okay. Und das für füllen wir mal eine Variable called ist gleich true. Die gibt es ja noch nicht, also lassen wir es erzeugen, eigentlich hier. Also gut. Bool called ist false. Ja, das brauchen wir nicht angeben. Ja, sicherheitshalber. False, okay. Und da wollen wir doch überprüfen, dass es gerufen wurde. Ist true called startup signal
Shell geht es patched. Gut, das können wir jetzt noch. So, lassen wir es mal laufen. Solution bauen. In Unity. Wechseln. Das ist der Test. Lassen wir mal alle laufen. Object Reference not set to an instance of an object. Oh. Ja, ich hält, das war ja auch das Falsche. Hey. Jetzt habe ich das Binding vergessen. Könnte ich da nicht auch get instance einfach? Ah ja. Komm. Das müsste doch einfacher sein. Das ist mein get jetzt. Oh, ja, natürlich. Die Klammern. Okay. Nächster Versuch. Rebuild und Wechsel zu Unity. Es kompiliert wieder, importiert, wie auch immer. Laufen lassen. Immer noch rot und genau. Startup-Signal shall be dispatched. Jawohl. Das müssen wir jetzt machen im World-Kontext. Dafür überschreiben wir die Methode Launch. Die war ja leer. Nee, war es nicht. Ach, guck mal, da wird ein Start gedispatcht. Alles klar. Also, dann lassen wir uns jetzt vom Injection Binder die Instanz geben. Startup-Signal. Also das ist das Startup-Signal. Na, reicht das Signal hier? Signal. Und dem sagen wir jetzt Dispatch. Mäh. Muss ich ja casten. Jetzt machen wir einen harten Cast. Das muss einfach da sein. So, jetzt. Dispatch. Argumente gibt es keine. Und damit sollte der Test auch grün sein. In Unity. Lass mal laufen. Ah, wir haben ja vorhin ein Startup-Command gebunden. Und da muss man die Execute-Methode überschreiben. Ansonsten kommt es zu einem Fehler. Guck mal einer an. Aber auch das hat uns schon bewiesen, dass das Startup-Signal ertönt ist und es eben das Startup-Command. Dass das Startup-Command dann ausgeführt wurde. Hey. Ja, natürlich. Ich sollte mich halt auch vorher dranhängen. Oh Mann. So rum diesmal. Das ist ja eine Vorbereitung zur eigentlichen Aktion. Ja, das war wohl falsch rum. So, jetzt aber. Na? Das Arrangen.
Ach Gott, meine Güte. Im Staat wird alles vorbereitet. Vorher ist das Startup-Signal ja noch gar nicht da. Dann müsste ich, und dann im Launch, das ist dann das Act. So, aber jetzt. Meine Güte. So, jetzt aber. Jetzt ist gut. Genau. Okay, also, jetzt tut der Test auch das, was er soll. Machen wir nochmal einen Double-Check. Jetzt habe ich an dem Test so viel rumgeschraubt. Das heißt, wenn das jetzt draußen ist. Unity, mach hinne. So. Jetzt ist rot. Genau. Kommentiere ich den Produktivcode da rein. Lass es bauen. Zurück zu Unity. Und grün. Einmal frei. Das heißt jetzt. Jetzt erst ist es soweit. So, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt in allen Tests das Start schon aufrufen, jedes Mal. Am Anfang, also verschiebe ich das jetzt in die Setup-Methode. Dann mache das mal hier raus. So. Nochmal bauen lassen. Und ausführen. Na komm. Oh, wieder diese Type Load Exception. Das ist schon faszinierend. Alle laufen lassen, alle noch grün. Okay. Gut. Ansonsten gibt's hier erstmal nichts. Passt sonst alles? World Context, das will ich jetzt mal verschieben nach weiter oben. Dass die Reihenfolge passt. Binds und Launch. Okay. Startup Command macht nichts, das Startup Signal auch nicht. Gut. Das nächste wäre dann eben, dass das Startup Command mit dem, ja, mit der, dem Game Initializer zusammenarbeitet, wie ich das geplant hatte. Aber ich, jetzt mache ich's. Ich mache es jetzt erstmal direkt in das Startup Command rein. Nee, mache ich nicht. Das überlege ich mir noch. Ich muss jetzt eh erstmal eine Pause, noch wieder eine Pause machen. Bis nachher. Oder später. Oder morgen. Oder nächste Woche. Ciao.